Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Bellride mit eurem Erik Vikingson in dem Ragnar und guckt euch mal diesen Wintertag an. Es ist 14 Uhr und es ist komplett dicht zugeschneit hier. Es ist der Wahnsinn, aber es dauert nicht mehr lang und guckt ihr das an, es ist bald fertig hier, ne? Wir gucken mal kurz, welche Prozente wir jetzt haben. Wo ist meine Maus? Ich schaue mal an der Maus, da ist er. So, wir gucken mal, wie weit der Fortschritt jetzt mittlerweile ist. Der müsste schon fast bei 80% sein. 81%, Leute. Also, es wird nachher gleich klingeln, denke ich mal, heute in der Folge. Und wir werden unser Rathaus sehen. Das ist doch super cool. Oder wollen wir es kurz abwarten? Dann gucken wir kurz. Ich habe jetzt auch schon mal ein paar Sachen zusammengesucht hier für die Heilmittel, ne? Wissen wir ja, da haben wir 3 Knoblauch, die brauchen wir. Die Hanf haben wir da. Uns fehlen halt die 5 Salbei. Und der kleine Rucksack. Stimmt. Der muss doch auch schon fast fertig sein. Ist nicht der kleine Rucksack schon fertig? Leute, das wäre ja der Wahnsinn, oder? Wir gucken. Jo! Zweimal der kleine Rucksack ist fertig, Leute. Es ist Rucksack-Time. Das heißt, wir machen das so. Und guck mal. Guck mal, wie schön. So, wie sieht's mit dir aus? Hast du einen Rucksack, Kasi? Hast du eine kleine Tasche? Du hast schon eine. Sissi, hast du eine? Sissi hat auch eine. Jetzt haben die alle hier eine und ich will jetzt hier gerade ein paar Rucksäcke verteilen. Oder was heißt Rucksäcke? Natürlich Taschen. Wen haben wir denn hier? Die Clara. Die Clara hat doch bestimmt noch keine. Guck mal. Clara Mäusle, ich habe da was für dich. Nämlich hier. Guck mal. Wunderschön, oder? Püppi, bist du froh. So, wir gehen natürlich heute auch noch gleich zur... Oh, ich muss das jetzt abwarten. Dass das Rathaus fertig ist. So, wir haben den Rucksack, dann brauchen wir eigentlich nur noch Salbei. Der Rucksack ist da. Ah, okay. Ah ja, na klar, na logisch. Dann packen wir das alles mal hier runter, was wir abgeben wollen. Oh, der ist geil. Oh, der Rucksack ist cool. Das sieht gut aus. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus in Sachen Essen? Da haben wir wieder ein kleines Problem. Können wir eigentlich handeln? Jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob ich schon gehandelt habe heute. Aber ich bin jetzt gerade so gespannt auf diese... jo, haben wir schon. Auf dieses Rathaus. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, weil dann erübrigen sich alle neuen Möglichkeiten. Wir nehmen uns einmal ein Törtchen mit. Habe ich das jetzt gegessen? Nee. Und einmal Fleisch eintopf. Dann haben wir unseren Frühstücksvorrat auch da. Wir haben Heilung da. Sehr gut. Wie viele Pfeile haben wir? 30 einfache. Und auch hier nochmal einfache. Wir haben 60 einfache Pfeile. Genau. So, wie alt bist du denn jetzt hier? Das ist doch schon fast fertig. Das muss doch schon jetzt gleich aufploppen. Und Leute, und genau hier schräg gegenüber wird dann dieses Kochhaus entstehen. Ach, 140 und wir haben es, ey. Das ist der Oberhammer. Ich muss doch mal reingucken. Tag 140 und wir haben es. 89%. Ich würde ja gerne mithelfen, aber ich bin, glaube ich, so langsam. Das ist unglaublich. Da fehlt eine Schaufel. Der Trockenständer. Wieso haben wir da überall die 5 drin? Die Scheune. Jetzt verstehe ich es manchmal auch. Der Waffenständer. Jetzt weiß ich auch, warum hier überhaupt manchmal so viel, ne, nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Der Komposthaufen. Alter Schwede. So, also 2 ist mir schon wichtig. Sehr gut. Leute, ist es gleich soweit. Okay, was können wir jetzt noch machen? Können wir gerade ein Buch lesen oder sind wir da eigentlich schon durch? Wir hätten Zeit, ein Buch zu lesen. Denn wir gehen ja heute zur Clara rüber. Und dann gucken wir mal. Ziel ist auch noch heute. Ich möchte gucken, ob ich jetzt 2 Kirchtürme schon mal wieder bauen kann. Das werden wir auch gleich gucken. So, Bogenschussbuch. Haben wir da ein besseres? Hier hätten wir eins mit 6000. Da müsste ich die 7 haben. Die habe ich sogar. Dann werden wir Bogenschuss leveln. Ja, sehr cool. Dann sind wir fast durch hier. Ansonsten sind wir dran. Wir bräuchten halt noch Salbei. Ich weiß gerade, ob wir den nicht irgendwo gekauft kriegen sogar. Bin ich mir nicht sicher. Müssen wir mal gucken. Wir werden auch nochmal 2 in Haus aufsetzen müssen. Obwohl, da würde ich trotzdem erst nochmal warten. Aber wir könnten vielleicht doch eins hier hinbauen.
Und wir bauen auf jeden Fall noch ein Haus. Wir werden noch mal. Das ist Verschönerung, ne? Ja. Haus, da ist es doch. Ja, die Materialien sollten wir aber haben. So ein bisschen nach hinten versetzt, wäre ganz cool. Hier wird es nicht funktionieren. Ich glaube, weil hier noch gebaut wird aktuell. Schade. Hier in die Mitte will ich es nicht haben. Hier könnte ich es mir sogar noch vorstellen, wenn es da laufen würde. Geht nicht. Da hinten geht es auch gerade aktuell nicht. Wir könnten hier hinten eins hinsetzen. Ah, da muss auch noch klettern, der Große. Jo, da wird es hinpassen. Ein bisschen eingeschrägt. So ein bisschen ein Stück nach hinten. Jo. Doch, da bauen wir es hin. Das sieht ganz cool aus. Ist nicht so ganz nah dran, aber hey, auch nicht ganz weit weg, ne? Dann haben wir hier so ein bisschen unseren Dorfkern. Der ist halt wichtig. Ich würde eventuell sogar hier ein Lagerfeuer reinsetzen. Ne, weiß ich nicht. Weiß ich noch nicht. Wie sieht's denn aus? Das sieht doch gut aus. Boah, die zwei, wie sie arbeiten, das ist so gut. Ich würde halt so gern das jetzt noch sehen. Dann gehen wir danach pennen und dann gehen wir an einem frischen Tag los. So, da haben wir unser Haus. Das mache ich jetzt auf Stufe 2. 97%, Leute. Stell dich mal so hin. Mach mal den Bogen weg. Jetzt klingelt es gleich. Die letzten Nägel, das letzte Stroh und die letzten Balken werden angebracht. Und unser Rathaus ist fertig. Wie lange hat es gedauert? Und dann bin ich gespannt, was dann passiert, Leute. Ob wir dann einen Angriff kriegen? Ich bin mal gespannt. So soll fertig sein eigentlich, oder? Die eine Püppi macht nichts mehr. Ach Leute, kommt, bevor es dunkel wird. Das wäre jetzt nochmal cool. Oh, wie wir alle jetzt gerade hier stehen und warten. Aber es ist einfach so gut. Den kannst du essen. Tja, die lassen uns jetzt aber auch warten hier, oder? Und dann geht's in die Forschung. Das werden wir gleich noch machen und dann gehen wir ins Bett. Und dann fahren wir morgen wunderschön. Also was heißt, wir fahren? Wir porten uns rüber nach, wie heißt das? Krass? Nach Grasmeer. Und gehen die Clara Winterburn besuchen. Jetzt sollst du aber fertig sein, Leute. Das kann ja gar nicht wahr sein. Ist so wunderschön. Wollen wir auch mal reingucken? Wieder der nächste Rucksack fertig. Das ist super gut. Guck dir das an. Man sieht eigentlich noch gar nichts, ne? Da sind noch Punkte. Da ist noch ein Punkt. Es sind noch drei Punkte. Vier sogar. Es wird aber heute fertig gemacht, Freunde, ne? Oder letzte. Und wir kommen aber wieder hier raus, oder? Es sind noch sogar noch mehr Punkte. Schade, dass es jetzt im Dunkeln ist, aber vielleicht sehen wir da mal, wie schön es leuchtet. Und es steht eigentlich auch super cool hier. Das ist gerade so mein Highlight, Leute. Damit hätte ich nie gedacht, dass wir so weit... Yo. Oh. Wie unfassbar wunderschön ist denn dieses Rathaus. Oh, Leute. Oh, ist das hübsch. Es ist so bildhübsch. Wow, das hat sich gelohnt. Und wo forschen wir jetzt? Hier, ne? Städteübersicht F. Okay. Was haben wir hier? Schnellreise. Yo. Das ist ja auch cool. Können wir jetzt schnell reisen in den Ort? Nee. Aber ich glaube dann hier hin, ne? Ja, das ist ja cool. Aber ich sehe in Sachen Forschung, da ist der Forschungstisch, Leute. Wir haben ihn. Jetzt geht's ab. Guck dir das an. Großes Haus, ein gemütliches Gebäude, das bis zu 7 Siedler beherbergen und ihre Moral erheblich beeinflussen kann. Da brauchen wir Granit. Da haben wir den Schmied. Da brauchen wir den Schmied.
um bessere Waffen herzustellen. Den Speisekeller, da haben wir noch nichts. Die Sammlerhütte ist klar. Das ist nochmal die größere. Die Jägerhütte. Dieses Upgrade des Jägerlagers ermöglicht das Trocknen von Häuten, die Verwaltung von Fallen und unterstützt mehrere gleichzeitig arbeitende Jäger. Das Sägewerk. Da kriegt man Bretter, die haben eine Grube. Ach, Herr Jemine. Der Schmelzofen. Wow. Okay. Das Lagerhaus. Die Windmühle für Mehl. Die wäre natürlich auch geil. Und die Werkstatt. Leute, ich glaube, wir sollten... Wir sollten uns nochmal einen Schmied holen. Und in Bell... Ich glaube, in Blackridge Pool war ein Schmied. Dann lass uns kurz pennen. Dann gehen wir kurz rüber nach Blackridge Pool. Und werden dort drüben nach dem Schmied gucken. Nur mal ganz kurz überbrücken, ob man da jemanden finden. Aber ich glaube, da war ein Schmied. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Es kann natürlich auch sein, wir müssten runtergehen nach... Ist es dunkel hier? Ich sehe gerade gar nichts. Weil ich sehe nichts. Da ist der Ausgang. Mein Gott, ey. Die scheinen wieder Frühling zu haben, ne? Oh, das wäre natürlich cool. Dann könnten wir... Ist natürlich ein heftiger Tag jetzt hier. Okay, es gibt nochmal Frühstück, ein Bärentörtchen. Leute, wir bauen unten den Glockenturm. Wir gucken unten, holen wir uns den Schmied dann später. Wir gehen jetzt erstmal zu Clara rüber. Ich lasse das hier sein. Ich würde nur gerne nochmal Salbei holen. Und den müssten wir ja direkt hier vor der Haustür finden. So ist richtig. Flachs, da haben wir Salbei. Wir brauchen 5 Mal, ne? Mach mal. Ne, hier ist Salbei. Oh, direkt neben dem Rathaus. Oh, haben wir jetzt uns da was weggemacht? Nee, ne? Oh, es kann sein, dass wir unseren Salbei-Vorrat jetzt zerstört haben oder er ist noch nicht rausgewachsen. Aber wir hatten ja... Oh, jetzt lass mich nicht lügen. Wir hatten ja noch mehr Salbei. Hier oben. Beim Jägerlager. Dann holen wir uns die 5 Salbei. Dann geben wir das unten ab. Mit der Heilmittel. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Da bin ich dann auch sehr glücklich und froh drüber, wenn wir das durchgezogen haben mit dem Heilmittel. Jetzt wäre es natürlich cool, wenn wir hier nochmal die 5 Salbei finden. Ja. Diese kleinen blinkenden Blümchen hier, die sind noch gar nicht zu übersehen eigentlich. Kannst du dir jetzt gerade gar nicht vorstellen, ne? Du bist jetzt hier auf der Suche nach Salbei, findest du eigentlich sonst immer und jetzt auf einmal sieht es ein bisschen schwierig aus. Was haben wir denn hier oben eigentlich stehen? Hier ist doch Salbei. So, wir sollten jetzt 5 Mal Salbei haben. Jawohl. Aber wir forschen natürlich nach. Heilmittel. Wir haben den Rucksack. Wir haben die... Jo. Wir haben alles. Sehr schön. Was haben wir hier oben? Oh, eine Zinnberg. Dann sollten wir doch hier aber auch nochmal ein Bergbaulager aufbauen. Ermöglicht es sowohl Eisenerz auch Granit aus abzubauen. Das ist es nicht. Das braucht man, ne? Dann werden wir das hier auch noch hinsetzen. So. Und wir müssen das kurz beauftragen, dass das in Stufe 3 dann übergeht. Oder Stufe 2. Das Haus wäre jetzt die Stufe 1. Guck mal, das ist fast fertig. Ist das krass. Leute, es ist einfach gut. So. Schön. Dann gehen wir rüber da. Ich bin happy und ich bin gespannt, was wir heute bei der Clara rausfinden, wegen dem Brief und dem Siegel.
Das ist natürlich auch krass. Rathaus fertig, ist es so geil. Es ist so bildhübsch. Und der Schmied ist der nächste, der jetzt einzieht bei uns. Ich meine, wir könnten ja das Sägewerk eigentlich schon erforschen lassen, oder? Halt, warte, du musst ins Rathaus. Die Holzfälle, die Holzschleuder, die wäre natürlich auch klasse. Lass mal die Holzschleuder kurz machen. Dass sie mehr Holz tragen können und wir natürlich auch. Und jetzt gehen wir runter, erstmal die Aufgabe wegbringen hier unten. In Horndin. Es regnet natürlich immer noch. Oh, hier, guck dir das an. Und hier würde ich gucken, ob wir hier eventuell die Möglichkeit haben, schon den Glockenturm zu bauen, weil wir sind ja Freund. Und den würde ich schon gerne eigentlich fast hier reinsetzen. Wir gucken mal kurz. Wir sind noch nicht vertrauensbewürdig, also wir müssen Beschützer sein, okay? Ja gut, war ja fast klar, ne? Also Heilmittel. Wo ist die Maus? Da oben. Da unten läuft sie. Dann ist sie auch glücklich. Ja, aber hier haben wir genug Platz für den Glockenturm. Wenn es dann darum geht, vielleicht kriegt man es jetzt auch bald hin. Das Bergarbeiterdorf. Mäusle, wir haben alles. Was die Kräuter und den Rucksack angeht, um die du gebeten hast. Hast du alle Dinge gesammelt, um die ich dich gebeten habe? Ja, na klar, hier sind sie. Dieses Dorf hat Glück, dich zu haben. Das wird nicht nur die allgemeine Gesundheit der Dorfbewohner verbessern, sondern auch deine, wenn du jemals medizinische Hilfe brauchst. Du kannst später zu mir kommen, wenn du nach mehr Arbeit suchst. Meine Forschung ist oft intensiv und mir fehlt es hier komplett an Hilfe. Ich danke dir und ich werde es im Hinterkopf behalten. Sie hat derzeit keine und wir haben auf jeden Fall nochmal Essen bekommen. 3 Münzen, das ist sehr gut. Die Münzen würde ich sogar beim Dorfältesten... Nee, jetzt hat sie wieder eine Arbeit. Nehmen wir natürlich gleich an. Sei gegrüßt, Kamerad. Kann ich dir irgendwie helfen? Reisender, hast du etwas Zeit gefunden, mir zu helfen? Ich brauche immer noch eine Struddy Falchion und ein Sneaky Dagger für meine Experimente. Ich werde sehen, was ich tun kann. Was will sie haben? Einen heimlichen Dolch und eine robuste Falchion. Oh, wow. Oh, okay. Das können wir noch nicht, aber da brauchen wir den Schmied und das wissen wir ja, ne? Gut, dann geht's jetzt für uns zur Clara. Jo, wir sind unserem Stück auf jeden Fall schon mal näher gekommen. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier oben gleich die Münzen verkauft kriegen. Was haben wir hier eigentlich für jemanden? Ein Heiler. Leute, stimmt, den brauchen wir auch noch. Ich habe was Besonderes für dich. Und zwar alte Münzen. Gut, ne? Ja, guck mal, 90. Sehr, sehr cool. Ich meine, man muss ja die Mission nicht machen, aber ich finde, sie passen einfach mega cool hier zu. Weil du kannst ja auch einfach Gebäude bauen. Hier unten. Aber wenn wir es über Mission hinkriegen, bin ich da eher glücklicher. So. Sehen wir eigentlich unser Level? Wie wir da sind? Wir sind Freund, okay? Oh, das ist cool. Weil das nächste, wo wir uns jetzt rein müssen, hier fahren sie, da sind wir noch fremd. Da haben wir fast noch gar nichts. In Bradford sind wir auch Freund, da müssen wir auch anfangen. Da haben wir mittlerweile keine einzigsten Quests, ne? Da müssen wir echt mal gucken, wie wir das hinkriegen. Hier, das Stück müssen wir uns auch irgendwo aufdenken. Aber ich glaube, das war hier der See, ne? Und hier haben wir noch ein großes Banditenlager. Da müssen wir auch mal gucken, wie wir das hinkriegen. Jetzt reisen wir erstmal nach Grasmeer. Und gucken mal, ob wir die Clara finden. Und was die Clara uns ja, mitzuteilen hat. Ess nochmal ruhig deine Pastete. Stimmt, Leute. Es ist nächster Tag. Wir müssen kurz handeln. Ich kaufe es mittlerweile von unserem Geld. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin da mega happy. Den Hartholzstamm. Ich überlege gerade. Ja, komm, den holen wir uns mit. Das machen wir. Das Brot. Das hier. Und das nimmt 900 und das fällt bei uns gar nicht mehr auf. Dann haben wir da wieder ein bisschen was für die Bevölkerung getan. Sehr gut.
Also, dann sind wir mal gespannt. Hier gibt es auf jeden Fall mega viele Arbeiter. Und wir treffen unsere Clara. Da unten ist sie. Reicht hier. Jetzt ein schönes Örtchen hier, ne? Wie ist sie denn? Sind wir da rüber? Das ist aber auch ein Klettermeister. Sag mal, wo ist die Clara? Da unten läuft sie. Und die Clara ist auf jeden Fall eine Kämpferin. Hört zu, ich fühle mich geschmeichelt, aber ich bin nicht interessiert. Mach weiter. Oh, ich wusste nicht, dass es verboten ist, dich anzusehen, Hoheit. Genau. Ich suche keinen Ärger. Ich habe gerade mir jemanden bei der Flucht geholfen, dem du zu helfen versucht hast. Mir wurde gesagt, dass du mir mehr Antworten geben kannst. Ich glaube, du verwechselst mich mit jemand anders. Ich glaube nicht, dass ich es habe. Ich denke, dieser Zettel beweist es. Wait, you... huh. This changes things. Aha. Okay, let's talk. What do you want to know? Wow, 1500 Leute. Ich möchte mehr über eine Gruppe erfahren, die Menschen hilft, die unter Ashburns Kommando verletzt worden war. We call ourselves Burning Stove, made up of people in both the Lowlands and Highlands. We try to help those who need it across Carvenia. Okay. It's our way to rebel against the Queen and her court. In the last year especially, more and more prison camps have been built, used to incarcerate anyone who defies those in charge. So for anyone who's in danger of being imprisoned, we smuggle them out of the country. And if they're already imprisoned, we try to break them out, though that's much trickier. Okay. Für jeden, der Gefahr läuft, eingesperrt zu werden, schmuggeln wir ihn aus dem Land. Und wenn sie bereits eingesperrt sind, versuchen wir sie wieder ausbrechen zu lassen. Obwohl das viel schwieriger ist. Das klingt nach einer guten Sache. Wie kann ich helfen? At the moment, we simply don't have enough people or resources. Okay. Ashburn has made sure of that. Oh, krass. But maybe you and your troops can help us free our people in the Lowlands. Aber vielleicht können sie und ihre Truppen uns helfen, unser Land im Flachland zu befreien. Ich werde ihre Sache unterstützen. Sobald ich ich einige ihrer Leute befreit habe, werde ich sie hierher bringen. Okay. Perhaps you could recruit them to work with you. Spread Burning Stove out, so we can't be cornered in one place. I don't usually suggest that our people work under someone else. But you're so transparent in your earnestness, and I kind of respect that. Normalerweise schlage ich nicht vor, dass unsere Leute unter jemanden anderem arbeiten. Aber sie sind so transparent in ihrem Ernst, und das respektiere ich irgendwie. Ich nehme das als Kompliment. Wir sprechen uns bald wieder. Oh, wow. Sprich mit Belinda Stone. Wo haben wir die denn? Die ist hier. Du Scheiße. Nee, das ist es, was wir befreit haben, Leute. Das ist einfach nur nicht wieder weg. Das ist die, die in dem Knast war, in dem Ding war, wo wir nicht mit sprechen konnten gestern. Weißt du, die in dem Gefängnis war? Ich glaube, die war da tot. Also, du müsstest eigentlich dann die... Ja, jetzt macht es natürlich Sinn. Wir hätten mit der Clara sprechen müssen. Die hätte uns dann hier zu dem Lager geschickt. Aber wenn wir die Quests jetzt dadurch trotzdem machen können, dann ist es doch okay. Dann habe ich doch da gar keine Probleme mit. Das finde ich sogar sehr gut. Leute, wenn wir dadurch jetzt richtig gute Soldaten rekrutieren können, dann brauchen wir uns um die Sache gar keine Gedanken mehr zu machen. Mein Plan war nämlich eigentlich, das Gefängnis mal anzugreifen, aber ich glaube, bis wir mit den Leuten, die wir da rekrutieren können, einen haben wir ja schon zu Hause, bis das dann unsere Soldaten werden. Und dann können wir die anderen arbeiten lassen. Wisst ihr, wie ich meine? Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal richtig gut Arbeitsmaterial, Arbeiterkräfte gewonnen und auch Soldaten. Dann gucken wir mal, wie sich das jetzt entwickelt. Da hinten steht sie, ich sehe sie schon, ganz allein auf dem Feld. Die arme Socke. Ob wir die jetzt kriegen, das wäre geil. Oh, das würde mich richtig freuen. Wir können schon mal was essen wieder. Das bringt nochmal Ausdauer, finde ich gut. Ausdauer braucht man gerade auf jeden Fall.
Und Hungersnöte haben wir jetzt auch nicht mehr. Da ist das Lager. Guck dir das an. Oh, da bin ich happy jetzt. Oh, da oben müssen wir unser Ding noch wegmachen, ne? Unsere Zäune. Das machen wir jetzt gleich, bevor wir zu Clara gehen. Die steht auf jeden Fall da drin. Die können wir jetzt befreien. Ist doch schon mal super, super süß, ne? So, okay. Zerlegen. Mit Mama natürlich, dass das hier nicht stehen bleibt. So. Dann bin ich mal gespannt. Vielleicht gibt es ja sogar noch was, was wir plündern können. Oh, da ist sogar noch eine Truhe, glaube ich. Jo. Guck dir das an. Können wir das jetzt plündern? Nö. Da ist sie. Öffnen. Belinda Stone. Thank you for saving me. I was starting to forget what sunlight felt like. Ja, das hast du ja gesehen. What should I do now? Was soll ich jetzt tun? Glück der Gefolgsleute, minus 2. Oh, weil jetzt der Ernstl unzufrieden ist, oder was? Du kannst dich mir anschließen, wenn du gegen jede, gegen diejenigen kämpfen willst, die dich eingesperrt haben. Funnily enough, I feel like I'll be safer with you than anywhere else. You have my allegiance. Wir haben sie. Wir haben sie, Leute! Aber wie kriege ich sie raus? Sie hat auch gut gegessen, ne? Also, das wird unsere Wache. Was kann sie denn eigentlich? Wir müssen mal kurz gucken. Belinda Stone. Die ist weg. Ne, da ist sie. Die Belinda schließt sich uns an. Das ist doch schön hier. Belinda Stone. Die Bess ist eigentlich eine richtig gute. Die Belinda Stone. Alter, 20 Leute. Der Ernst bleibt. Das Drütsche ist halt super stark, aber ich würde sagen, das Drütsche machen wir raus. Die Helga machen wir, die ist eine super Bogenschützin, bleibt. Die Clara machen wir raus. Oh Leute, wie gut ist denn das? Sprich mit Clara, wir müssen wieder zurück zu Clara. Die Clara schickt uns von A nach B. Guck dir das mal an. Ey, aber wir haben unsere Wache. Die müssen wir natürlich dann richtig gut ausrüsten, ne? Das heißt, wir brauchen... Morgen müssen wir uns um den Schmied kümmern. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir den Schmied rankriegen. Ich bin mir noch nicht genau sicher, wie wir das hinkriegen sollen. Vielleicht haben wir doch noch die Möglichkeit, einen zu finden. Das machen wir am Ende der Folge. Gehen wir nochmal nach Blackridge Pool und gucken nochmal, ob wir einen Schmied finden. Der Quinn ist auch... Was ist mit dem Quinn? Der Quinn ist unzufrieden. Ja, die haben jetzt alle gerade Hunger, glaube ich, ne? Was haben wir denn eigentlich so bekommen hier? Da ist nochmal ein Dörtchen. Nochmal ein Bogenschützebuch. Boah, haben wir viel von der gekriegt. So, dann haben wir die auf jeden Fall. Dann werde ich, glaube ich... noch mal ein paar finden müssen, ne? Jo, war das eine super Quest. Dadurch kriegst du deine Soldaten und hast eigentlich gar keinen Stress mehr. Das ist super cool. Und die Clara, die schickt uns von A nach B. Das ist Wahnsinn. Da drüben haben wir auch irgendwas noch nicht entdeckt. Oder entdeckt vielleicht schon. Aber wir sind da. Boah, der Weg ist schon heftig, ne? Aber ich glaube, so oft müssen wir den jetzt gar nicht mehr laufen. Dann müssen wir jetzt extremst questen. Wir müssen auch nochmal gucken, ob wir Möglichkeiten haben, Quests zu machen wie hieß das Nest? Entschuldigung, ich habe es echt vergessen. Nicht in Farnsea, in Bradford. Weil da sind wir ja komplett noch
So richtig weit weg vom Schuss. Da oben rennt sie rum irgendwo. Hinter den feindlichen Mauern werden wir der Clara auflauern. So, da haben wir nochmal Quests hier. Hier sind wir halt immer noch fremd, aber ich glaube, das ändert sich jetzt, weil wir die erste befreit haben. Hier sind auf jeden Fall mega viele Arbeiter, ey. Das ist super cool. Clara! Wir sind wieder da. Here, you've earned this. Looking for trouble? Perhaps together we'll see a day when those who've wronged us are held accountable. We are keeping the peace here in the name of Lord Ashbourne. Ja, das hast du dir verdient. Vielleicht erleben wir gemeinsam einen Tag, an dem wir diejenigen, die uns ungerecht getan haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Finde ich sehr gut. Wir sind jetzt Mitarbeiter. Wir haben Ruhm bekommen, wir haben Vertrauen bekommen. Sehr cool. Wir reden weiter mit ihr, weil sie bringt uns, glaube ich, die Besten. Unsere Spione sagen, dass Ashbourne noch nicht herausgefunden hat, hinter wem diese Gefängnisausbrüche stecken. Also mach weiter so. Werde ich tun. Okay, wieder was bekommen? Kann ich dir irgendwie helfen? Ja. Willst du etwas? Du siehst aus wie jemand, der in Gedanken versunken ist. Willst du etwas teilen? Götter, ich wünschte, ich könnte mir vertrauen, aber ich denke, es gibt etwas, womit du mir helfen könntest. Mach weiter. Ein paar meiner Freunde wollen eine Reise außerhalb des Flachlands machen. Du weißt schon, was ich meine, richtig? Ich möchte sie beschützen. Also sagen wir, du bringst mir ein paar verstärkte Gambesonen und stabile Helme. Und ich gebe dir etwas Gold für deine Mühen. Ich denke, das kann ich schaffen. Don't worry, you'll be well compensated. And thank you. Your help means more than you know. Oh, sehr cool. Bei Fußsoldatenhüte und lederverstärkter geflickter Gambeson. Alles klar. Haben wir jetzt irgendwie eine Aufgabe? Einmal betrogen. Das ist der Eisenhammer und der Morgenstern. Die Augen offen halten ist klar. Experimentelle Behandlung. Und dann haben wir die Glut mit der Holzkohle. Wir hätten jetzt hier auch noch die Möglichkeit, glaube ich, nochmal den Dorfältesten oder Dorfälteste, ich weiß es ja noch nicht genau, zu bekommen. Zu sehen, da. Die Jocelyn. Nee, die Jocelyn ist... Die Jocelyn hat aber eine Aufgabe für uns. Nee, hier. Er versteckt sich hier hinten. Der Älteste, der Odo. Der Odo! Mach's kurz, ich muss arbeiten. Kann ich dir irgendwie helfen, Odo? Es gibt immer etwas, Wanderer. We have a plan to improve our weekly fishing haul. We need more hard planks and nails. Could you help us with that? Das sollte kein Problem sein. Okay, jetzt wird's heftig. Das 5 Eisennägel, die haben wir, die Hartholzbretter. Können wir sogar selber machen. Das kriegt man auch hin. So, jetzt bin ich aber, jetzt haben wir questmäßig, glaube ich, so gut wie erstmal nichts weiter zu tun. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt nochmal. Warte mal, ich muss erstmal hier rausfinden. Wir gehen jetzt nochmal rüber nach Bradford. Gucken, ob wir da Aufgaben hätten. Die müssten wir ja angezeigt bekommen, wenn wir sofort da drüben sind. Weil da müssen wir definitiv rein. In die Aufgabenlisten. Jetzt wird's heftig. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das irgendwie anstellen. So, Bradford. Aber ich glaube, dass wir hier fast keine Aufgaben mehr haben, ne? Ne, guck mal. Also hier sind wir aktuell, was das angeht. Da ist ein paar Sachen fertig geworden, Leute. Das müssen wir kurz einstellen. Und zwar ist das Bergbaulager fertig. Da möchte ich bitte, dass sie Zinn holen. Priorität 1. Und auffüllen. Aber eigentlich eher 50. Sehr gut. Das sollen sie machen.
Ist noch irgendwas fertig geworden? Ich glaube nicht, ne? Das Haus ist fertig geworden, klar. Aber das interessiert uns ja gerade nicht. Jetzt gucken wir trotzdem mal. Jetzt interessiert es mich trotzdem, ob wir hier irgendwas bewerkstelligen können. Oder ob wir jetzt hier anfangen müssen und müssen Sachen bauen. Wir sind Freunde. Das heißt, wir müssen... Wir müssen auf jeden Fall 500 erreichen. Wir haben einen Zimmermann. Leute, es wird gleich dunkel. Also wir kriegen definitiv hier nichts. Jetzt würde ich hier vielleicht sogar nochmal einkaufen, wenn er was Gescheites hat. Was hast du denn? Die nehme ich mit. Die nehme ich mit und die nehme ich mit. So, das passt. Dann gehen wir hier oben zum Ältesten. Verkaufen ihm die Münzen. Das hat auch schon mal wieder geholfen. Hat er Aufgaben? Stimmt, der hatte ja Aufgaben. We're short on tools and our blacksmith is tied up with urgent repairs. Excellent. This will... Oh, das habe ich ja ganz vergessen. Robuste Spitzhacke und der Vorschlaghammer. Ah ja, na klar. Okay, und wenn wir jetzt hier diesen Schrein bauen, der bringt 5. Was bringt denn 500? Der Glockenturm, ne? Das Dorfhaus bringt 200. Aber ein Schrein würde ich hier auf jeden Fall schon mal erstellen lassen. Stimmt, Leute. Das hatte ich komplett vergessen, dass wir ja Aufgaben bei ihm hatten. Aber den Vorschlaghammer, da komme ich jetzt... Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Sag mal. Den haben wir ja letztens gesucht, ne? Wieso blöde? So, dann gibt es den Kuchen. Dann gehen wir jetzt kurz nach Hause. Ich würde sagen, dass ich jetzt nach Hause gehe und gucke morgen nochmal in Blackwitch Pool, ob ich einen Schmied finde. Weil das ist unsere nächste Aufgabe und ich lasse auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen laufen, bis wir da was herstellen können. Das ist jetzt schon mal so groß der Werdegang. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.